In einem Augenblick kann das Herz eines Menschen aufhören zu schlagen. Und sie haben in ihrem Leben so viel zu tun. Sie haben ihren Kleiderschrank für jeden Tag ausgewählt. Sie hatten vor, zur Universität zu gehen und ihren Abschluss erfolgreich zu machen. Wir leben in einer Welt, in der jeder Moment unser letzter sein kann. Und wir vergessen oft, was es bedeutet, am Leben zu sein. Wir gehen nachts schlafen und warten auf die Morgendämmerung. Manchmal sind uns die Türen der Zukunft verschlossen. Oder jemand schließt sie absichtlich. Im März 2019, Samantha Josephson, eine 21-Jährige aus New Jersey, absolvierte gerade ihr Abschlussjahr an der University of South Carolina. Als ich die Nachricht erhielt, dass sie mit einem Vollstipendium an der Drexel Law School angenommen wurde, sie entschied sich, im Bird Dog zu feiern, einem Pub im Nachtclubviertel Five Points in Columbia. Obwohl ihr Freund Greg Corbishley an diesem Abend abwesend war, sie blieben über Telefonanrufe und Textnachrichten in Kontakt. Sie rief ihn an und teilte ihm mit, dass sie einen Uber angefordert hatte, der sie nach Hause bringen sollte. Und er verfolgte ihre Fahrt mit der Meine-Freunde-Suchen-Anwendung. Er kannte den Weg vom Vogelhund zu ihrem Wohnort, da er ihn schon mehrmals genommen hatte. Er erkannte, dass sie in die falsche Richtung unterwegs war und dass die App sie nicht mehr verfolgte. Vorausgesetzt, sie hatte ihr Telefon im Uber vergessen. Samanthas Mitbewohner kontaktierten ihn am nächsten Morgen und teilten ihm mit, dass sie nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Was ihn dazu veranlasste, 2 Stunden nach Columbia zu fahren, um nach ihr zu suchen. Samanthas Mitbewohnerin sagte vor Gericht aus, dass sie sich Sorgen machte, als sie erfuhr, dass Samantha an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen war. Sie und ihr Freund gingen zum Bird Dog, wo die Mitarbeiter ihnen erlaubten, sich die Aufnahmen der Überwachungskameras anzusehen. Das Filmmaterial zeigte, wie Samantha in einen schwarzen Chevrolet Impala stieg, von dem sie offenbar glaubte, dass es sich um ihre Uber-Fahrt handelte. Sie verständigten sofort die Polizei. Später an diesem Tag entdeckten Jäger Miss Josephsons Leiche in den Wäldern von New Sion. Sie wurde in der Nähe der Wohnung von Nathaniel Rowland gefunden, dem 27-jährigen Mann, der jetzt wegen ihres Mordes angeklagt wird. Der Prozess gegen Herrn Rowland, der viele Einzelheiten des Mordes enthüllte, begann am 19. Juli und endete am 27. Juli. Obwohl die Washington Post und die New York Post über das Urteil des Prozesses berichteten, wurde es von den nationalen Medien größtenteils ignoriert. Die New York Times hat es nie anerkannt. Der vorsitzende Richter Clifton Newman und mehrere Geschworene waren Afroamerikaner. Während der Eröffnungsplädoyer behauptete ein weißer Pflichtverteidiger, dass das Auto von Herrn Rowland ohne seine Genehmigung benutzt worden sei. Und sein Vater würde den Beweis erbringen, dass er an diesem Abend auf einer Party anwesend war und daher den Mord nicht begangen haben konnte. Letztendlich hat die Verteidigung keine Zeugen aufgerufen und Herr Rowland hat nicht ausgesagt. Darauf deuteten die Überwachungsaufnahmen eines nahegelegenen Wendy's hin. Herr Rowland fuhr in der Nacht des Vorfalls seinen schwarzen Impala. Mehrere Kameras filmten Mr. Rowland, wie er im Kreis um den Bird Dog fuhr. Kehrtwendungen machen, wie ein Hai, der nach Beute jagt, wie ein Beamter beschrieb. Er fuhr sogar in der falschen Richtung eine Einbahnstraße entlang. Die Kameras zeichneten auch ein an der Kopfstütze auf der Fahrerseite festgebundenes Laken auf. In den Videos steht Samantha allein auf dem Bürgersteig vor dem belebten Restaurant und telefoniert, während Mr. Rowlands Auto vorbeifährt und auf einer Parklücke parkt, um umzudrehen. Sein Impala überquert einen Bordstein und parkt auf einem verfügbaren Behindertenparkplatz neben Samantha. Sie öffnet die hintere Tür auf der Fahrerseite, sagt etwas und klettert hinein. Mobilfunkmastdaten zeigten, dass sowohl Josephsons als auch Herrn Rowlands Handys für 20 Minuten in der Nähe waren, bevor ihr Handy um 2.33 Uhr morgens offline ging. Rowlands Telefon wurde bis zum Columbia-Viertel Rosewood zurückverfolgt, wo seine Schwester wohnt. Später in dieser Nacht wurde in Überwachungsaufnahmen von 2 Geldautomaten ein Mann von Mr. Rowlands ähnlicher Statur festgehalten. Erfolgloser Versuch, mit scheinbar Josephsons Bankkarte Geld abzuheben. Er bedeckte Nase und Mund mit der Jacke, sodass man sein Gesicht nur schwer erkennen konnte. Ein Techniker von Cellular City sagte aus, dass in der besagten Nacht ein Mann in sein Geschäft kam und versuchte, ein roségoldenes iPhone 7 Plus für $300 zu verkaufen. Das Telefon war nicht passwortgeschützt und der Techniker bemerkte, dass darauf ein Foto einer Frau gespeichert war. 300.
Der Techniker lehnte das Angebot ab, da $300 nicht der Preis war, den er bereit war zu zahlen, und gab das Handy zurück. Während des Prozesses identifizierte der Techniker Herrn Rowland als die Person, die versucht hatte, ihm das Telefon zu verkaufen. Monica Howard, Mr. Rowlands Freundin und Mutter seines Kindes, sagte aus, dass er in der Nacht vor dem Mord nach Hause zurückgekehrt sei. Als sie jedoch am nächsten Morgen aufwachte, um zur Arbeit zu gehen, war er nicht mehr da. Howard gab an, dass sie aufgehört habe, mit ihm zu feiern, da sie bei McDonald's Doppelschichten arbeitete, um ihre Tochter zu ernähren. Miss Howard war frustriert darüber, dass Mr. Rowland an diesem Morgen mit ihrem Arbeitshemd zum Waschen und ihrem McDonald's-Sonnenschutz noch auf dem Rücksitz seines Autos gegangen war. Ihre Telefonaufzeichnungen bestätigten ihre Geschichte. Um 5:30 hatte sie ihm eine Nachricht geschickt. »Wo bist du?« Worauf er schließlich antwortete, als er in seinem schwarzen Impala ankam. Obwohl ihr Arbeitshemd noch feucht war, trug sie es und fragte nach ihrem Visier, worauf er antwortete: »Es liegt auf dem Land.« »Warum ist es draußen auf dem Land?«, sie fragte. Er antwortete, dass Blut darauf sei. Als sie weiter nachfragte, erwiderte er: »Das geht sie nichts an.« Als sie mit ihrem Freund zur Arbeit fuhr, bemerkte Frau Howard getrocknetes Blut auf dem Armaturenbrett und dem Rücksitz. Sie fragte, ob er mit einem Hund zusammengestoßen sei. Mr. Rowland wies erneut mit den Worten zurück: »Das geht sie nichts an.« Sie bemerkte auch ein fleckiges, blutgetränktes Laken, das an der Kopfstütze auf der Fahrerseite befestigt war. Als Miss Howard von der Arbeit nach Hause kam, sah sie, wie Mr. Rowland sein Auto mit Reinigungstüchern putzte, während er blaue chirurgische Handschuhe trug. Als sie seine Reinigungsmethode in Frage stellte, antwortete er mit einem abweisenden: »Kümmere dich um deine Angelegenheiten.« Später holten sie ihre Tochter aus dem Haus von Miss Howards Mutter, während Mr. Rowland auf dem Vordersitz saß und ein Multifunktionswerkzeug mit zwei Messerklingen reinigte. Miss Howard bemerkte einen starken Chlorgeruch im Auto und sah eine Flasche Bleichmittel vorhanden. Mr. Rowland lehnte es ab, seine Tochter wegen des Bluts auf den Rücksitz zu setzen, aber dies war der einzige geeignete Platz für die Sitzerhöhung. Deshalb schnallten sie sie an, obwohl ihre Schuhe bei ihrer Ankunft zu Hause mit Blut befleckt waren. Miss Howard informierte ihre Mutter umgehend über den Vorfall. Während des Vorfalls beobachtete Miss Howard, dass Mr. Rowland trug ein roségoldenes iPhone, von dem sie annahm, dass es einer Frau gehörte. Sie erkundigte sich nach der Herkunft und er gab an, dass er es entdeckt hatte. Herr Rowland verließ sein Zuhause gegen Mitternacht. Als Miss Howard einen Nachrichtenbericht über das Verschwinden von Samantha Josephson sah, als sie sich Aufnahmen vom Auto ihres Freundes ansah, wusste sie, was passiert war. Sie hatte jedoch Bedenken, die Behörden zu benachrichtigen. Später in der Nacht wurde sie aus dem Schlaf geweckt, als die Polizei in ihrer Wohnung eintraf, um sie zu verhören. Sie gab alle Einzelheiten bekannt, die sie beobachtet hatte. When police discovered Mr. Rowland's car at roughly 2:30 vormittags, er saß alleine und aus dem Fahrzeug stieg ein starker Marihuana-Geruch auf. Der Beamte forderte Herrn Rowland auf, das Fahrzeug zu verlassen, und er kam dieser Aufforderung nach, behielt jedoch seine Hände in den Taschen. Der Beamte forderte ihn dann auf, die Hände aus den Taschen zu ziehen und sagte: »Was? Bist du verrückt?« Obwohl Herr Rowland versuchte zu fliehen, wurde er 2 Blocks entfernt festgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Desoxyribonukleinsäure von Samantha Josephson entdeckt wurde. Auf seinem Kopftuch, seinen Schuhen, Socken und unter seinen Fingernägeln. Außerdem wurde Miss Josephsons iPhone mit aktivierter Kindersicherung im Auto entdeckt. Die Polizei stellte fest, dass Herr Rowland diese Funktion nutzte, um sein Opfer in die Enge zu treiben. Da Samantha nicht in der Lage gewesen wäre, die Hintertüren oder Fenster zu öffnen. Ein nackter Abdruck von Samanthas Fuß auf der Heckscheibe des Autos deutete auf ihre Fluchtversuche hin. Samantha Josephsons Blut und Desoxyribonukleinsäure wurden in großem Umfang im Auto entdeckt, auf dem Rücksitz, der hinteren Mittelkonsole, der Kopfstütze auf der Fahrerseite, dem Schalthebel, den Sitzlehnen und dem Dach. Miss Howards McDonald's-Visier wurde aus dem Kofferraum geborgen und auch Samanthas Blut war darauf zu sehen. Anschließend durchsuchten Polizeikräfte den Hinterhof der Wohnung von Mr. Rowland und Miss Howard. Dabei entdeckten sie die Tatwaffe, die in einer Plastiktüte eingeschlossen war, die in einem Mülleimer zurückgelassen worden war.
Das Doppelklingen-Multitool enthielt die Desoxyribonukleinsäure von Mr. Rowland und Samantha Josephson. Außerdem befand sich in der Tasche ein geflecktes Blatt mit Samanthas Desoxyribonukleinsäure. Es scheint, dass dies das in den aufgezeichneten Videos sichtbare Blatt war. In der Tasche befanden sich auch blaue OP-Handschuhe. Ein Hemd und eine Hose, die Desoxyribonukleinsäure von beiden Personen enthielten, sowie Papierhandtücher, die nachweislich Samanthas Blut enthielten. Außerdem wurde ihr Blut an den Schuhen von Mr. Rowlands Tochter entdeckt. Im Müll wurde ein Umschlag gefunden, auf dem sich Spuren von Samanthas Blut befanden. In der Handschrift von Herrn Rowland hieß es: Klebeband. Kleben Sie den ganzen Körper ab, tragen Sie Handschuhe, kleiden Sie sich ganz in Schwarz, bringen Sie ein Klapphandy, Benzin und Streichhölzer mit. Entgegen der vorherigen Liste wurde Samanthas Leiche unversehrt aufgefunden, ohne jegliche Hinweise darauf, dass sie mit Klebeband oder verbrannt worden wäre. Sie lag auf dem Rücken, vollständig bekleidet, das Hemd zum Kopf hochgezogen, vermutlich weil sie an ihren Füßen zu ihrem endgültigen Aufenthaltsort geschleift worden war. Ihr orangefarbenes Hemd war so blutgetränkt, dass es rot wirkte. Darüber hinaus erlitt sie mehrere Stichwunden von Kopf bis Fuß. Obwohl die Zehenriemen gelöst waren, blieben ihre Sandalen an ihren Knöcheln befestigt. Male auf ihrem Gesicht deuteten darauf hin, dass sie geschleift wurde. An dem Ort, an dem sie entdeckt wurde, wurden keine Anzeichen eines Kampfes gefunden. Forensische Ermittler stellten fest, dass sie im Auto ermordet wurde. Dr. Thomas Beaver, ein forensischer Pathologe, führte die Autopsie durch und stellte fest, dass Samantha 120 Stichwunden erlitten hatte, hauptsächlich auf der rechten Seite ihres Körpers. Er bezeugte, dass der durchschnittliche Mensch zwar über eine Gallone Blut in seinem Körper habe, Samantha hatte nur 2 Esslöffel. Dies machte es schwierig, eine ausreichende Probe für toxikologische Tests zu erhalten. Dr. Beaver identifizierte 3 Wunden, die er für tödlich hielt. Eine Stichwunde hinter ihrem Ohr, die durch ihren Schädel und in ihr Gehirn ging. Eine Stichwunde, die das Zungenbein in ihrem Nacken beschädigte, und eine Stichwunde, die ihre Halsschlagader durchtrennte und tödliche Blutungen verursachte. Außerdem stellte der Arzt fest, dass das rechte Auge eingestürzt war. Dem Opfer wurden zahlreiche Stichwunden zugefügt, darunter am Ohr, am unteren Rücken, an der Seite, an den Armen, Ellbogen und am Bein. Die tiefste Wunde betrug 7 Meter an ihrem Oberschenkel. Zusätzlich befand sich an ihrer Handfläche eine Abwehrwunde, die durch ihre Hand hindurchging. Die tiefste Wunde betrug 7 Meter an ihrem Oberschenkel. Es wurde auch festgestellt, dass die Wunden parallel zu verlaufen schienen, was wahrscheinlich auf das Multifunktionswerkzeug von Herrn Rowland zurückzuführen war. Sie wurde sowohl mit der Doppel- als auch mit der Einzelklinge erstochen. Gegen Herrn Rowland wurden 3 Anklagen erhoben: Mord, Entführung und Waffenbesitz während eines Gewaltverbrechens. Ihm wurde weder ein Hassverbrechen noch eine Vergewaltigung vorgeworfen. Während des Prozesses ging niemand auf sein Motiv ein. Hat Herr Rowland vorgetäuscht, ein Uber-Fahrer zu sein? Möglicherweise wusste er, dass Mitfahrgelegenheiten bei stark alkoholisierten Schülern beliebt sind, die kein Fahrzeug bedienen können. Ein Uber-Fahrer erhielt ein Foto seines Fahrers, doch Josephsons Fahrer an diesem Abend war ein schwarzer Mann mit einem ähnlichen Körperbau wie der Mörder. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie wahrscheinlich nicht unterscheiden. Die tatsächliche Fahrerin sagte während des Prozesses aus, dass sie bei seiner Ankunft nicht anwesend gewesen sei. Leider erreichte ihr Angreifer sie zuerst. Die Verteidigung von Herrn Rowland präsentierte schwache Schlussplädoyers. Anstelle der fähigen weißen Frau, die die Eröffnungsrede hielt, kümmerte sich eine schwarze Frau um die Schlussrede. Es schien, als ob die Verteidigung den Fall bereits aufgegeben hätte und die schwarze Frau dazu genutzt wurde, Erfahrungen zu sammeln. Ihren Argumenten mangelte es jedoch an Klarheit. Ich bin fast verwirrt. Warum beschäftigen wir uns nach all den Jahren immer noch mit Desoxyribonukleinsäure-Tests? Sie fragte und fuhr mit ihrer unklaren Argumentation fort. Warum Abstrichproben sammeln und analysieren, wenn wir die Ergebnisse verwerfen wollen? Das wirft die Frage auf, warum wir uns überhaupt die Mühe machen. Wenn wir den Rat von Wissenschaftlern nicht beherzigen sollen, warum schicken wir dann Proben zum Testen? Darauf habe ich keine Antwort. In einem Versuch, die Beweise zu entkräften, schlug sie vor, dass Herr Rowland vor der Polizei geflohen sei, weil der Beamte ihn gefragt habe, ob er verrückt sei, und nicht, weil er schuld sei.
Sie argumentierte, dass das bloße Mitfahren in einem blutverschmierten Auto kein Hinweis darauf sei, ein Mörder zu sein. Und wenn dem so wäre, würde auch die Freundin von Herrn Rowland angeklagt werden. Sie erinnerte die Jury daran, dass Herr Rowland ohne Verletzungen festgenommen wurde. Und die Desoxyribonukleinsäure, die unter Josephsons Fingernagel gefunden wurde, stimmte nicht mit der von Herrn Rowland überein, was darauf hindeutet, dass sie keinen Widerstand geleistet hat. Obwohl es Kratzer auf seiner Jacke gab, die zeigten, dass Josephson sich wehrte. Nach einer kurzen Beratung von weniger als 2 Stunden wurde Nathaniel Rowland von der Jury in allen 3 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Familie Josephson umarmte sich und vergoss Tränen der Erleichterung. Die Urteilsverhandlung fand unmittelbar nach der Urteilsverkündung statt. Marcy Josephson, die Mutter des Opfers, sagte in ihrer Stellungnahme zu den Auswirkungen des Opfers: Ihre Träume gehörten mir und ihr Tod war mein eigener. Ich schließe meine Augen und erlebe noch einmal, was sie 120 Mal durch seine Hand erlitten hat, wie sie immer wieder um ihr Leben kämpfte, gefangen in seinem Auto. In den erschütternden letzten Momenten kämpfte sie mit bloßen Füßen um ihr Leben, während Blut aus ihrem Körper floss. Es stellt sich die Frage, hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt, die $35 vom Bankkonto eines Studenten abzuheben? Im Jahr 2019 hatte ich eine Reise geplant, um meiner Tochter beim College-Abschluss in Kolumbien zuzusehen. Trotz meiner Bemühungen, jeden Tag voranzukommen, bleiben die zerklüfteten Teile meines zerschmetterten Herzens unrepariert. Meine Reise nach Kolumbien wurde jedoch zu einer Reise voller Trauer, da ich stattdessen ihre Sachen einsammelte. Samantha Josephsons Eltern gründeten die Hashtag What's My Name Foundation, um die Sicherheit von Mitfahrgelegenheiten im Gedenken an ihre Tochter zu unterstützen. Nach dem tragischen Vorfall integrierte Uber neuartige Sicherheitsfunktionen in seine Mitfahr-App. Warum hat Nathaniel Rowland Samantha Josephson getötet? Als ein Reporter Staatsanwalt Byron Gibson fragte, antwortete er: Es war eine völlig zufällige Gewalttat. Das ist eine der Fragen, mit denen sich Herr Rowland irgendwann befassen muss. Wenn die Rollen vertauscht worden wären, wäre dies ein großes Medienereignis gewesen. Und sofort wären Vorwürfe des Rassismus laut geworden. Die Presse hätte die Geschichte des Mörders auf der Suche nach Beweisen durchforstet. In diesem Fall wurde keine psychiatrische Untersuchung des Mörders durchgeführt. Und Herr Rowland wurde zuvor nur einmal wegen eines Verbrechens verhaftet, weil er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Eigentum oder eine Unterschrift erhalten hatte. Es ist bemerkenswert, dass ein Gewalttäter in der Regel über eine lange Vorgeschichte solcher Verbrechen verfügt. Warum hat er Samantha nicht vergewaltigt? Er war heterosexuell, sie sah gut aus und in solchen Fällen ist eine Vergewaltigung fast schon Pflicht. Ein Kommentar auf der Facebook-Seite von Herrn Rowland, der inzwischen gelöscht wurde, bestätigt dies. Ich glaube, er war auf der Suche nach einer weißen Frau und hatte vor, sie zu vergewaltigen. Seine Freundin sagte während des Prozesses aus, dass er die Stelle, an der er Samantha abgeholt hatte, als erleuchtet bezeichnete, was andeutete, dass es dort geschäftig und aufregend war. Es ist ein beliebter Ort für weiße Studenten der University of South Carolina. Laut Überwachungsvideos, die überwiegend junge Weiße zeigen. Wenn er lebhafte Orte bevorzugen würde, hätte er leicht einen finden können, der junge Schwarze anzieht. Überraschenderweise bleibt die Facebook-Seite von Herrn Rowland online und gibt Einblick in sein Motiv. Seine Sprache ist häufig unklar. Bougie bezieht sich beispielsweise auf bürgerlich und impliziert, dass Weiße, Reichtum oder der Status der Oberschicht übertrieben sind. Die Seite enthielt sexuelle Bilder und Hinweise, überwiegend von schwarzen Frauen. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Mr. Rowland an weißen Frauen interessiert war. Sehen Sie sich die Emojis auf diesem Foto an. Eine Schneeflocke, ein weißer Hase und eine Zielscheibe. Für viele Schwarze bezieht sich der Begriff weißer Hase oder Schneehase auf eine weiße Frau, die Interesse daran bekundet, mit schwarzen Menschen auszugehen. In Beiträgen auf Social-Media-Plattformen sind diese Frauen oft zu sehen, wie zum Beispiel auf dem Selfie der in diesem Beitrag erwähnten Person. In einem separaten Beitrag forderte Herr Rowland die Unterstützung für von Schwarzen geführte Unternehmen und demonstrierte mit erhobener schwarzer Faust sein Engagement für rassenbezogene Themen. Die genaue Interpretation dieser Bezeichnung kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Darüber hinaus zeigte ein anderer Beitrag ein Bild mit verschränkten Armen, das als
Wakanda Forever Gruß bekannt ist. Aber es ist nur eine Vermutung, dass Mr. Rowland vorhatte, Frauen zu demütigen, zu vergewaltigen und zu ermorden. Möglicherweise wurde das Laken über dem Vordersitz dort abgelegt, um Blut aufzufangen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wahrscheinlich sollten wir es nicht wissen. Freunde, für jeden von uns mag die Morgen- oder Abenddämmerung die letzte sein, und das macht uns traurig. Aber wir können heute mit Dankbarkeit im Hier und Jetzt leben. Und jetzt.